Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal habe ich mich jetzt schon etwas nach vorne gekämpft. Das heißt, einen kleinen Teil, dachte ich mir, können wir vielleicht schon mal, ja, wie soll ich sagen, nach vorne kommen. Wir sind jetzt wieder nahe am Beispiel dran und müssen jetzt schauen, dass wir, sage ich mal, hier reinkommen. Ich bin über einen Sprung von hier oben in den Heuhaufen und wir müssen das Ziel eliminieren, was sich hier langsam, sage ich mal, nähert. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier am besten dahin kommen. So. Da ist der Beistuhl. Wir sind wirklich ganz nah dran. Es läuft aber gerade unser Ziel hierher. Das heißt, es müssen wir wahrscheinlich noch einmal abwarten. Er läuft hier ja mehrmals umher. Macht jetzt hier kurz die Beichte. Und dann schauen wir mal. Ne, wenn der uns den Rücken zudreht, dann rennen wir jetzt mal kurz hin und schauen, dass wir den ausgeschaltet bekommen. Und dann gehen wir hier rein. Alles ist vorbereitet. Dann ist er zur Vernunft gekommen. Und der andere. Und das hat perfekt geklappt. Sie wer? Monsieur Latouche. Ich möchte den König der Bettler sehen. Dann folgt mir. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich den in die Finger bekomme. Also, was ist so wichtig, dass ihr meintet, mich von meiner Tochter... Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Siver, kommt weg da! Und damit wäre Siver ausgeschalten. Im Beistuhl, bei laufender Messe. Schauen wir mal hier außen, wie es gerade ausschaut. Ich glaube ganz gut. Das heißt, wir können hier ist ein Aufzug, wenn ich das richtig sehe. Wir können hier schön das Gebiet, sag ich mal, direkt so verlassen, wie wir gekommen sind. Und das Ganze dann im Assassinen-Style, sag ich mal, recht unauffällig erledigen. Was natürlich sehr, sehr nice ist. Also man sieht es schon. So war es in den Vorgängerteilen auch. Ich habe mehrere Optionen, wie ich eben diese Missionen schaffen kann. Hier verschwinden wir still und heimlich. Niemand hat wirklich gemerkt, dass wir ihn umgebracht haben. Die erste Version, die ich eben probiert hatte, die mit Radau, seht ihr, hat auch nicht so gut funktioniert. Ja, da bin ich dann dementsprechend doch ja, ausgeschaltet worden und hatte dann auch schwer zu kämpfen. Aber hier können wir es ganz entspannt... Hier haben wir noch einen Verbrecher, den wir töten könnten. Aber ich denke, in der Mission selber muss das jetzt vielleicht nicht sein. So, jetzt müssen wir hier noch. So, hier ist es gerade ein bisschen Aufruhr. Das heißt, wir verabschieden uns hier ganz entspannt. Verbrecher läuft zufällig auch in die gleiche Richtung. Aber das sollte uns nicht weiter interessieren. Und wir schauen mal, dass wir es. Das Ganze geschafft haben. So, Belohnung gibt es einen Henkerbeil, Attentate aus einem Versteck. Hat noch zusätzlich keinen Alarm auslösen, haben wir geschafft. Belohnungen, seht ihr, haben wir das Maximale geholt. Und die Erinnerung bewerten wir auch. Fand ich ganz cool mit aus dem Beistuhl. Das heißt, hier geben wir mal 4 Sternchen. Und gehen dann auf. Oder wir schauen uns das Ganze im Anpassungsmenü an. Sie müssen anonym sein. Okay, dann sind wir noch nicht anonym. Dann machen wir das gleich. Hörst du mit? Was zum Teufel ist das? Ich bin hier geschaut. Das ist eine Serverbereinigung. Abstergo sucht nach dir. Und sie sind nah dran. Verdammt. Kannst du eine Serverbrücke öffnen? Hey, ich bin's. Bin schon dabei. Ein paar Sekunden. Novize, wir öffnen eine Serverbrücke. Finde das Portal und gehe hindurch, bevor du gefunden wirst. Ich hab's. Los. Siehst du es? Ist schwer zu übersehen. Wenn du von Server zu Server springst, solltest du ein paar Stunden Zeit gewinnen. Wenn nicht, sind wir erledigt. Naja, wir nicht. Aber dein Novize wird es voll abkriegen. Deacon, das hilft uns nicht. So, dann müssen wir jetzt zu einem Portal. Das hier durch einen grünen Punkt. Da oben ist das Portal. Da müssen wir hier wohl hochklettern. Das ist auch ein ganz neues Element, also kenne ich aus den Vorgängerteilen so noch nicht. So, bevor sie uns finden, das heißt, dann muss ich da wahrscheinlich auch etwas beeilen. So, springen wir mal ins Portal. Und springen. Oh ja, für mich sind wir so durch. Das hat wohl noch nicht gezählt. Mein Controller vibriert hier wie verrückt. Das heißt, ja, wir müssen uns wirklich beeilen. Dann gehen wir mal nochmal hoch.
schauen uns das vorher vielleicht nochmal an. Vielleicht müssen wir ein bisschen höher. So, da ist das Portal. Hier rüber vielleicht. Das sieht besser aus, glaube ich. Jetzt sind wir durch das Portal. Bevor wir gefunden wurden. Abstergo ist dann wohl auf der Suche nach uns. Erstes Blut. Eine neue Trophäe. Das war dann wahrscheinlich Sequenz 2. Beendet, glaube ich. Oder schon 3. Bin mir gerade gar nicht sicher, welche das jetzt war. Aber auf alle Fälle, coole Mission fand ich. Die dann ja auch beim dritten Anlauf funktioniert hat. Schwierigkeitsgrad, ja, muss ich sagen, ist wirklich für Assassin's Creed-Verhältnisse. Man hat ja nicht die Option, den Schwierigkeitsgrad einzustellen, sondern es ist immer, ja, sag ich mal, so ein universaler, was ich eigentlich gar nicht schlecht finde. Hier und da, ja, knackig, würde ich sagen. Auf alle Fälle fordernd, finde ich es auch besser, als wenn man einfach so durchmarschieren kann. Und das, obwohl ich die Vorgängerteile gespielt habe. Ich würde mich jetzt auch nicht als Pro-Gamer. Das Signal ist stabil, gut. Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Das hält dir Abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Okay. Das erklärt vermutlich, warum die Leute hier nicht wirklich hier sind. Palais de Justice. Sieht aus wie das späte 19. Sieht sehr, sehr schön. Nun, dieses Paris würde ich mir Sequenz gerne 3 haben wir beendet. Vielleicht nächstes Mal. Fürs Erste musst du das Ausgangsportal finden. Sehr nice. Aber ich sehe keinen Weg hindurch. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg. Okay, einen Metro-Ausgang brauchen wir ja. Aber jetzt haben wir doch schon deutlich mehr. Die Belle Epoque sieht sauberer aus als das Paris während der Revolution, findest ja, du? Ja. Und weniger Enthauptung. Das hat was. Hier mit dem Feuertag. Feuertag, Feuerzeug. Den Eiffelturm. Scheiße, das ganze Gebiet wird instabil. Komm zurück, du musst unter die Erde. Jetzt! Tempo! So, wo ist denn die Metrostation? Hier nicht. Okay, jetzt schauen wir gleich. Ah, da unten. Da müssen wir hin. Alles klar. Rein in die Metro. Schauen wir, ob es dann hier ein neues Portal gibt. Den Ausgang der Metro erreichen. Hier geht's wohl nicht lang. Da müssen wir in diese Richtung. Aber auch hier scheint es nicht so, dass wir da lang dürfen. Dann schauen wir mal, den Ausgang der Metro erreichen. Ah, hier müssen wir wahrscheinlich hoch. Ja, ich denke mal, wir folgen einfach hier dem Licht. Das sieht doch hier nach schöner Sprungpassage aus. Die ruft doch regelrecht nach uns, dass wir unsere Assassinen-Skills auspacken können. Wow, wow, wow. Das heißt, wir werden uns da wahrscheinlich hier und da ein paar Züge erwarten. Schauen wir, ob wir hier hochkommen. Nein. Wo müssen wir dann lang? Einfach gerade durch wahrscheinlich. Nee, auch nicht. Hier ist wieder das Licht. Immer dem Licht nach. Und hier scheint es dann wieder mit Kletterei nach oben zu gehen. Okay, dann geht's mal hier weiter. Und das sieht auch hier nach potenziell guten Weg aus. Hier ein stillgelegtes Gleis und auch hier geht's weiter. Und ich glaube, ja, jetzt mal abgesehen von den Teilen, die in der Zukunft gespielt haben, das ist ja indirekt so ein bisschen Spiel, sage ich mal. In so einer modernen Zeit waren wir bisher noch nie unterwegs. So, jetzt schauen wir mal hier. Drückt halt nochmal einen Parcourslauf. Dann machen wir noch direkt mal den Parcourslauf. Das ist ja wirklich hier ein neues Element. Und ihr seht hier galant. Wow. Wow, wow, wow. Verfolgt sie die Bahn von hinten, ne? Haha.
Auf alle Fälle richtig nice gemacht. So, und wir begeben uns wieder zum Licht. Und das schaut doch hier nach Ausgang aus, mit einem Aufzug nach oben. Da bist du ja. Du hast den Ausgang gefunden. Gut. Es ist ein Wirbel aus instabiler Energie. Wir können nicht sagen, ob und wie er die Simulation stören wird. Und wir müssen jetzt hier zu dieser Freiheitsstatue nach Imitat. Oi. Schauen, ob hier wieder was geflogen kommt. Nein, aktuell nicht. Ein Portal haben wir hier oben. Hier kommen wieder Gegenstände. Okay, da müssen wir doch mehr aufpassen. Jetzt bin ich gespannt, wo wir hier den Speicherpunkt gesetzt haben. Wo es dann weitergeht. Ob wir wieder komplett durch die Metro durch müssen oder nicht. Nein, müssen wir nicht. Okay. Aber wir müssen, denke ich, doch wieder hier durch diesen unangenehmen Bereich durch, wo das Holz geflogen kommt. Und schauen wir mal hier, dass wir da immer uns ein bisschen Deckung suchen. Auch hier kurz in Deckung gehen, während die Hölzer geflogen kommen. Jetzt hat sich das wieder etwas beruhigt. Da kommt dann schon der nächste. Jetzt gehen wir auch hier kurz in Deckung. Und dann immer in den Pausen schnell weiter von Deckung zu Deckung. Hier kommt schon wieder der nächste Holzsturm. Und ja, das kann man auch wirklich Sturm nennen. So, jetzt stecken wir uns wieder hier. Und dann müssen wir es hier nach oben. Uiuiui. So, jetzt schauen wir mal. Dass wir hier dran vorbeilaufen und dann hier nach oben. Sieht aus, als müsste es doch die Freiheitsstatue. Sie muss aus einer anderen Epoche durchgesickert sein. Die eigentliche wurde doch längst in die Staaten geschickt. Jetzt bleiben wir mal hier. Es scheint mal einigermaßen geschützt. Weil der Wind kommt hier doch auch ganz nach oben. So, was wollen wir hier hoch? Aber da geht's nicht. Okay, da müssen wir nach drüben. Aber es hat noch immer noch kurz. Bis der Wirbelwind sich einigermaßen beruhigt hat. Oder scheint hier oben es dauerhaft zu sein. Aber hier müssen wir auf alle Fälle lang. So, und da haben wir doch Hölzer, die schreien, klettern uns hoch. Tu, was ich kann, damit er sich nicht schließt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Also hier geht's heiß her, muss man sagen. Es ist schon richtig, richtig nice gemacht. Und genießt nochmal die Aussicht. Das ist doch ein Screenshot wert, würde ich sagen. Riss-Tutorial freigeschaltet. So, Serverbrücke. Die Erinnerung bewerten. War cool. Gibt 4 Sterne. Fortfahren. Und jetzt kommen wir dann wahrscheinlich wieder am richtigen Ort und zur richtigen Zeit raus. Sofern denn das Ganze funktioniert. Aber man muss sagen, also sind einige coole Elemente eingebaut. Haben sie sich wirklich viel Mühe gegeben. Jetzt auch die, in Anführungszeichen, die anfänglichen Bugs. Ja, konnte ich bis jetzt keine mehr feststellen. KI ist immer noch so ein bisschen, muss ich sagen, ja, hier und da finde ich verbesserungswürdig, aber ist wahrscheinlich sonst auch, weiß ich nicht, zu viel Arbeit zu entwickeln oder zu schwer dann auf Dauer. Aber macht auf alle Fälle, denke ich, eine Menge Spaß und ich hoffe natürlich auch, dass es bei euch gut ankommt. Ladezeiten, muss man sagen, ist im Vergleich zu den Vorgängermodellen ein bisschen länger. Also das war bei Assassin's Creed 4. Hatte ich die nicht so lange in Erinnerung, aber jetzt kommt schon wieder unten der Balken. Das heißt, das wissen wir dann, allzu lang dauert es nicht mehr, bis es weitergeht. Und wir kriegen das ja auch immer ganz gut überbrückt mit Resümees über die letzten Aktionen, die wir, sage ich mal, durchgeführt hatten. So. Da sind wir wieder. Nicht jeder hat so viel Glück beim ersten Besuch einer Serverbrücke. Manchmal bleiben unsere Novizen im System hängen. Dann bleibt uns keine andere Wahl, als ihnen jemanden hinterherzuschicken.
Zurzeit steckt einer unserer Novizen auf einem Belle Epoque-Server fest. Wenn du nicht zu erschöpft bist, kannst du später wieder auf die Brücke und ihn retten. Okay, zurück zur Arbeit, Novize. So, Geld verdienen. Erkunden Sie Pariser Geschichten, Überfälle und Risse, um Geld zu verdienen. Bessere Waffen und Ausrüstungen kosten mehr Geld. Hört sich logisch an. Karten- und Anzeigefilter. Drücken Sie auf das Pad, um die Karte zu öffnen. Drücken Sie dann L1 oder R1, um einen Filter auszuwählen und die Anzahl der angezeigten Symbole zu verringern. Das kennen wir auch schon. Neues Missionssymbol haben wir auch schon wieder da. Aber dann werfen wir doch, wenn wir hier aus der Menschenmenge raus sind, direkt mal einen Blick zum Händler und schauen einfach just for fun, was der so, sag ich mal, zu bieten hat. Schauen wir mal. Alles auffüllen für 60, das kriegen wir auf alle Fälle easy hin. Hier oben 2480 haben wir momentan. So, schauen wir mal Fähigkeiten. Anpassungsmenü ansehen. Schauen wir mal Fähigkeiten verwalten. Fernkampf haben wir was Neues freigeschaltet. Hier, wir haben ja drei wieder zur Verfügung, sag ich mal, wo wir uns verbessern können. Was haben wir beim Schleichen? Das kostet 6, das können wir uns kaufen. Schlossknacker-Lehrling. Aber ich weiß nicht, ob da aktuell Bedarf ist. Schauen wir mal noch, was im Fernkampf geboten war. Auffüllpunkt. Ein Geldbeutel, den man schmeißen kann. Das Coole ist, das hier kann man sich auch alles über die App anschauen. Das heißt, da habe ich mich auch schon ein bisschen eingelesen, sodass mir jetzt doch ein Großteil dieser Begrifflichkeiten was sagt und was das kann und was das bringt. Jetzt schauen wir mal bei Nahkampf, was wir hier, ja, das haben wir uns schon gegönnt. Da haben wir nichts, also wir könnten, glaube ich, nur in den Geldbeutel investieren. Und ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Der dient halt wieder dazu, wie man es in den Vorgängermodellen kennt. Man konnte da auch schon Geld schmeißen, einfach um ja dann da Menschenmengen hinrennen zu lassen. Und es hilft dann ein bisschen bei der beim Flüchten. Boost gibt es ganz, ganz neu. Das habe ich auch gesehen. Das ist so, ja, ihr seht hier, erhöht für 3 Minuten. Ich weiß nicht, inwieweit ich das sinnvoll oder gut finde. Das möchte ich erstmal nicht benutzen, solche Boosts, die dann halt das Spiel ein bisschen erleichtern. Aber wir schauen jetzt mal... alles auffüllen, jetzt kommen hier das Geld wohl noch mit auffüllen. Schauen wir mal. Dietrich ist alles voll, hier ist alles voll. Genau, Geldbeutel, da machen wir noch, kaufen wir einen für 50. Dass wir den werfen können. Jetzt haben wir 2 Stück. Und dann schauen wir mal bei der Ausrüstung, ob wir uns da vielleicht schon irgendwas gönnen können. Ausstattung, was haben wir hier? Farben, Kopf, Brust, Unterarme, da scheinen wir wirklich... richtig, sag ich mal, ja, anpassen zu können. Also wir sehen hier, oh, das sieht natürlich schon, kostet 250 und verbessert 4, 6%, 6%, ihr seht hier, Gesundheit steigt hier ein bisschen hoch und da gibt's, ja, also wenn wir hier mal runter scrollen, boah, da ist einiges, schau mal, so Finale, kostet nochmal satte 140.000, hier haben wir schon einen, den man kaufen könnte. Ich weiß nicht, ob das schon Sinn macht oder nicht, jetzt schauen wir mal, was ist da so preislich gäbe, also das ist eigentlich auch ganz überschaubar, sodass wir, denke ich, uns da irgendein Upgrade hacken. 400. Dann ist es günstiger. Das probieren wir mal bei einem günstigen aus. Okay, die können wir nicht hacken. Was das Hacken, was es damit auf sich hat, dann kommen wir erstmal, sag ich mal, zum Ende der Folge mal ein bisschen hier upgraden. Und ich würde sagen, okay, das wäre Brust. Jetzt schauen wir mal, fangen wir bei Farben an. Ob Farben auch was kosten? Nein. Ah, doch. Hier und da auch. Hier kann ich... erstmal so eine neue Farbe gleich 1000. So eine neue Farbkombo. Also das ist jetzt erstmal, sag ich mal, zweitrangig. Schauen wir mal, was wir beim Kopf haben. Gibt es dann neue Hauben, die wir benutzen können. Und auch die verbessern ein bisschen. Und auch die kosten, ja, hier und da mehr, hier und da weniger. Schauen wir mal, was wir bei den Unterarmen geboten haben. Hier haben wir dann handgemachte Sanculottenarmschienen. Und hier kann man wirklich richtig gut Geld lassen. Ich weiß es nur nicht, inwieweit wir, sag ich mal, das ganze Geld später noch brauchen. Ob es jetzt Sinn macht, hier sich schon voll abzugraden oder nicht. Die Beine Never Skip Leg Day brauchen auch Schutz. Und was haben wir bei Monturen? Da gibt es dann aus den Vorgängerteilen Altairs. Die können wir jetzt noch nicht kaufen, aber das ist auch, sag ich mal, eine nette Sache, die man sich dann später besorgen kann. Dann haben wir hier Connors. Also das ist dann, sag ich mal, aus den kompletten Vorgängerteilen. Wer das schon gezockt hat, dem wird es natürlich was sagen, diese Namen hier. Ultimative Arno. Der sieht natürlich auch nice aus. So, und jetzt schauen wir mal, was es hier noch bei Waffen gibt. Einhändig, Langschwer bis zum Gewehre. Schauen wir mal beim Einhändig, wo sich hier so die Preise. Heckverbesserung 65.
Hier seht, hier und da habe ich schon ein paar Sachen freigeschaltet, auch in der App. Oh, ein Morgenstern. Wahrscheinlich alles andere als handlich. Aber lass doch mal hier so eine. Lass uns doch mal eine Heckverbesserung probieren. Von. Welcher ist cooler? Wir nehmen den hier. Wir können doch die. Ja, probieren wir doch immer eine Heckverbesserung für 65. Was ist damit auf sich hat? Ja, das möchten wir. Okay, also jetzt konnte ich bisher noch keinen Vorteil feststellen. Doch, jetzt sehe ich es. Die Heckverbesserung kauft man mit anderen Währungen. Weiß nicht, ob das gut war oder schlecht. Aber das haben wir schon mal verbessert. Schauen wir auf die Länge. Ja, ich sag mit sowas ständig rumzulaufen. Das lassen wir erstmal. Pistolen können wir uns kaufen. Haben wir noch keine. Ich würde sagen, hier verbessern wir es mal. Oder sollen wir verbessern oder kaufen wir uns gleich eine neue? Ich würde sagen, wir verbessern. Für 200, das ist noch. Das haben wir ausgerüstet und jetzt verbessern wir. Jetzt haben wir wieder eine andere Währung benutzt. Da habe ich mir nämlich 1500 über Uplay gekauft. Mit Uplay-Punkten. Ne? Also da gibt es einige Möglichkeiten, sag ich mal, zu interagieren. Und wenn ich das gerade richtig sehe, da habe ich vorher gar nicht drauf geachtet. Ist das alles. Jetzt hier hätten wir mal wieder ganz normale Währung. Okay, hier haben wir jetzt wieder die ganz normale. Aber hier, ihr seht insgesamt 4 Währungen. Also da muss man wirklich schauen, dass man nicht am Ende noch irgendwie, sag ich mal, sich falsch austobt und dann was rausgibt. Also ich hoffe mal, dass das insoweit noch ganz okay war. Und jetzt kommen wir mal raus. Es ist aber hier auf alle Fälle ein bisschen optimiert und ein bisschen stärker. Und ich würde sagen, mit dem verstärkten Arno stürzen wir uns dann in der nächsten Folge wieder ins Gefecht. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.